Ja, hi und willkommen. Mein Name ist der NewLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir noch ein bisschen uns vorbereitet auf die Ankunft der Cyborgs. Und ja, mir ist übrigens noch aufgefallen, wie wir ein Auto bauen können. Und zwar, ich muss einfach nur die ganzen Teile herstellen, Frontteile und so weiter, so was. Und ja. Nachdem ich die alle hergestellt habe, kann ich mir dann ein Auto bauen oder diesen Roboter und so. Und ja, ja, ich bin ein bisschen dämlich, aber ja, ich habe es gemerkt, wie man es machen kann, und da werde ich dann auch irgendwann nachholen. Und ich würde aber sagen, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier mit Piccolo reden und machen uns auf, boom, die Story fortzusetzen, hoffentlich. Also los geht's, ab in die Cyborg-Saga. Diesmal offiziell. Mein Herz ist schon an rasend vor Aufregung. Warte mal. Wie aufgeregt bist du? Von einer Skala von 1 bis 10? Meine Brust tut weh. Was? Okay. Na dann mal los. Ja, sieht sehr final aus. Trunks no keikoku kara 3 nen no tsukihi ga nagare. Tsui ni 5 月 12日 ga yatte kita. Gohan-chan mo Goku-san mo Piccolo-san mo kii tsukete na. Hontou ni bento motte kane ka? Ii yo. Arigato. Ja. Genau. Oh, sehr lange. Sehr lange, seit wir das gemacht haben, alles. Okay. Dann mal auf. Bin sehr gespannt. Drei Jahre sind seit Trunks Besuch vergangen. Son Goku und seine Freunde haben ihr Training abgeschlossen. Sie treffen sich mit den anderen. Auf dem Weg hat Son Goku ein komisches Gefühl in der Brust. Und was könnte das wohl sein? Vielleicht die eine Sache, vor der uns Trunks gewarnt hat, könnte jetzt eintreffen. Hm? Aber ja, woher soll ich das wissen? Ich weiß noch nicht, wie stark die sind. Ja, dann mal los. Der Schicksalstag. Wir haben eine neue Stadt, merke ich gerade. Da hinten sehe ich schon eine Kugel. Da hinten ist ein Trainingsding. Also sieht genauso aus in der Serie, ist der Berg. Natürlich. Warte mal, Son Goku hat jetzt nichts mehr auf der Brust und so. Auf dem Rücken. Oder hat er halt vorher auch schon nicht? Ich glaube, hat er auch schon vorher nicht gehabt, ne? Da ist ein Freezer-Raumschiff. Wie kommt denn das hier hin? Oh, ich reiche das sogar. So. So, geh nicht auf mich los, bitte. Na, habe ich die getriggert. Ja, das war eigentlich da hoch, ne?
Was geht? Also mit Yamshulo. Das ist eingefroren, hilf mir. ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知った悟空は驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。 街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ。ここからじゃわからない。どういうことだ。まるで気を感じなかったぞ。そうか。人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ。どこにいる。気を感じないのであれば 直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。 Ja, bevor irgendjemand stirbt. Also gerade hier am Schuh. 巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。 Hi. Ja, los geht's. 人造人間現る。行くぞ。 Los geht's. Ja, das wäre sehr hilfreich gewesen. Wir werden auch später wissen, warum. Da ist hier noch irgendwas. Hier oben, wenn ich schon mal hier bin. Na, machen wir das mal kaputt. Also nicht dort, so keine Ahnung. So. Vielleicht müssen Informationen sammeln. Stadt ist ja eigentlich nicht so groß, also ihr könnt ich da locker finden. Ich weiß, ich mache erstmal alles andere, bevor ich hier weitermache, aber lasst mich. Ja. So, wo war jetzt hier? War doch gerade. Dingen da. Muss ich mit den Leuten hier reden oder was? Ach so, mit euch soll ich reden. Sonka, Gotti war noch nicht gefunden. Ora mo da. Motto hokano toko mo sagasanai to. Na, gucken wir mal. So stark, so groß ist die Stadt ja nicht. Also da wird ja wohl voll einfach sein. Schaue ich natürlich hier noch ein bisschen nebenbei. Ne, aber. Hey, Green. So, wer ist da oben? Piccolo. Piccolo, das ist ganz wichtig. Hast du ja am Schuh gesehen?
Ich mache mir Sorgen um ihn. Das ist eine Erinnerung. Kampf ums Essen. Son Goku trifft Tambourin entgegen, dem tritt Tambourin entgegen, dem Dämon, der seinen Dragon Ball gestohlen und Krillin getötet hat. Leider ist Son Goku zu hungrig und mit Feuerstärke zu kämpfen und verliert. Boah, das ist immer so eine blöde Ausrede. Als er erwacht, begibt er sich auf die Suche nach Tambourin. Dabei entdeckt er einen Schmorfisch, der ohne nachzudenken sofort verspeist. Der Schmorfisch ist allerdings nicht, was Son Goku gedacht. Der Fisch ist die Mahlzeit eines wild aussehenden Jungen namens Yajirobe, der von Wut an die Decke geht, als er erfährt, dass Son Goku sein Essen verspeist hat. Keine Ahnung, Yajirobe hatte so viel Potenzial, der kam irgendwie so vor wie so eine wildere Version von Son Goku. Irgendwie, da hätte man irgendwie viel mehr ausmachen können, finde ich. Finde ich ein bisschen schade. Und der war ja auch voll stark, so als er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Mit diesem Tambourin-Dämon hier voll einfach fertig gemacht. Da haben sie aus denen nichts gemacht, ey. Weil dann zwei Charaktere hätten, die von die Synchronsprecher von oder Synchronsprecherin, keine Ahnung, von Ruffy und Krillin gesprochen ist. Das ist nicht gerade die Zeit, Bulma. Von allen Leuten, wie konnte das nur passieren? Geheimnisvoller Cyborg und geheimnisvoller Cyborg. Oh, Krillin hat jetzt schwer Klamotten an. Schon sagen, zu irgendeinem Zeitpunkt hatte er auch mal schwere Klamotten an. Also hier die ganzen Designs. Alter, そうしよう。待て。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。お前らもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。好きな死に場所を選べ。孫悟空。なんでそんなの。お前たちもわかるぞ。ピッコロ。 Die Hauptcharaktere aus Dragon Ball. No, Menge Erfahrungspunkte. Oder auch nicht. Oh doch. Automatisch speichern. Ich glaube, ich hab ein Level abbekommen, ja. Ja. Oder... Son Goku stand da jetzt, ne? Ja. Web. Alles klar. Ich da jetzt hin. Hier irgendwo in der Nähe. Was denn da noch? Wenn wir schon mal hier sind. Ich muss ja die Saga ein bisschen noch hinauszögern, ne? Das ist ja mir nichts, dir nichts, schon wieder vorbei, ne? Noch ich auch da auch dran irgendwie Intros und so zu den ganzen Dingen zu machen. Ich möchte jetzt nicht, dass ich nur ein Intro lang hier die beiden Cyborgs hier ab. Oh, noch eine Erinnerung. Das lohnt sich doch. Zur Weltturnier Arena. Son Goku bereist die Welt, um sich auf das Kampfsport Weltturnier vorzubereiten, trifft schließlich auf der Papaya Insel ein, die weit vom eigentlichen Ausgangsort entfernt ist. Da er nicht bedacht hat, wie er zum Turnier gelangen kann, das bereits in zwei Tagen beginnt, steckt Son Goku nun in der Klemme. Er versucht es per Flugzeug, das er jedoch verpasst, da er in Schwierigkeiten gerät. Nun bleibt ihm nur noch eine Option, was für mehr zu schwimmen. Na, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Da war ja mal was. Ich wusste es. So.
Was ist denn da für eine Stadt? Der Weg zur Giza Ödnis. Das war Wahnsinn. So, was? Das Weltturnier ist hier. Oh, cool. Ja, das ist nicht der. Habe ich schon gewundert, wo ist denn das hier? Cool. Oh, da wäre eine Erinnerung gemacht, ne? Habe ich schon gewundert, wenn wir endlich mal hier vorbeikommen an der Weltturnier. Da unten noch den Moderator gesehen. Welch mal bestimmt irgendwann mal. Ich bin echt gut in den letzten Staffeln noch mal das Weltturnier zurückgekommen. Sehe Spoiler. Ja, das war keine Erinnerung, ne? Da war so ein Ding. So, wir lassen die Cyborgs noch ein bisschen warten. Da ist noch so eine Tür. Irgendwo da. 40. Komm, der 40. 45. Nein. So, das ist wieder so ein Turm. Da ist eine Kugel. Die Medaille. Ich stelle mir einfach nur vor, wie die beiden Cyborgs hier beobachten, wie wir so einen Turm von der Red Ribbon Armee kaputt machen. Tun da so innerlich sich voll aufregen. Hast du das, um mich zu provozieren? Ja. Lucky. Du, gib mir das. Na, da denn? So, oh, da ist so ein Ding, aber da sind überall Gegner. Nee. Komm, da kommen wir hin, ohne dass die uns bemerken. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Nicht so viel Zeit schinden hier. Da. Ja, alles ausgeben, aber ich will die. Und da hinten sehe ich noch was. Wer jetzt hier nicht irgendwie wird er den Ort sowieso ja erkunden, und wenn ich schon hier mal durchfliege zum ersten Mal, dann bin ich dann auch zusammen mit euch, ne? Ach Mann, ach Mann. Boah, jetzt kommen wir. Warte, nein. Vielleicht hat die Gegner weggejagt. Gut. Warte. Ich dachte, ich kann das kaputt machen. Da wäre was Pinkes drunter. So, irgendwo habe ich doch hier da. So, und dann gehen wir zur Gizzard-Ödnis jetzt. Haha, und wir haben 8 von 30. Gizzard-Ödnis, boah, sieht man gar nicht das Ding. Also den Ring. Den einen. Die Cyborgs zeigen sich endlich. Da sie keinen Key haben, sind die neuen Gegner schwer zu lesen. Son Goku lockt sie in eine trockene Ödnis, um mehr Opfer zu vermeiden. Sag bloß. Okay. Na, Spoiler, 10.19 steht da schon. Okay. Okay, dann kommt mal her.
Ich habe, glaube ich, ihn noch nie irgendwie in Japanisch gehört. Jedenfalls nicht so in Erinnerung. いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も。 貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。俺への恨みか。そうだ。貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。 まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで、この世にはもういない。なるほど。だがナメック星での戦いは。スパイしたんか。ich weiß noch wie Team Forster irgendwie sich darüber lustig gemacht hat, als sie gefragt haben, wie Dr. Gero sich selber in Cyborg verwandelt hat. Und er hat gesagt, ich habe mein Gehirn genommen und es in den Cyborg gepackt. Wie? Wie habe ich das gemacht? Aber ich dachte mal, ja, okay, macht eigentlich Sinn. Man sieht ja sein Gehirn, ne? Ich habe aus Versehen darauf gedrückt. Aber keine Ahnung. Ich meine, das ist jetzt stimmt so wie. うん。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ね。だが我々が慌てるほどのものではない。 19号でも十分に倒せるレベルないだ。あ、そう。なんかやろ、パントリーム。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。37。 Ich habe schon einmal was gesagt, nee, ne? Ich glaube, der hat allgemein nicht viel gesagt in der Serie. Aber ja. Rainy Fraser. No. Oh Gott. Aus Versehen. Oh Gott. Ja, ich habe Augen geschlagen. Ist irgendwie lustig, wenn unsere TP gesenkt werden im Laufe des Kampfes, aber scheint nicht der Fall zu sein. Abwehrbruch. Zum Beispiel hält sich sogar an der Brust. Cool. Son Goku war, naze ka shoubu o asette iru. Sude ni zenryoku ni chikai tobashikata da. Sore nano ni, ano zama wa nan da? Na, habe ich auch gemerkt, danke.
冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。Wie kann er eigentlich jeder vergessen? もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやOh, ja, das war's. Ein neuer Auswanderer taucht auf. Samara Garakta Ningyo no Deru Makujane.ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられて、クリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先祖も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん。悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行って。あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないから。Du bist schon einmal gestorben, also. 貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータ様。Und eiskalt。スーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。Sehr verkürzte Transformation im Gegensatz zur Serie。その自分への怒りで。突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。Oh, das ist eine Menge Erfahrungspunkte. Level 40.Gut, dann machen wir mal ganz schnell noch hier Charaktere. Tun wir noch ein bisschen leveln vielleicht. Mal schauen, keine Ahnung. Frei sollte man können. Na, Massivangriff. M-A-S-S-I-V.Super Saiyajin. So, ich auch mal hier. Oh, du kannst jetzt auch hier. Boom. Nein, nicht da. Ja.
So, das bleibt noch alles so, ne? Machen wir hier. Das hier reinpacken und dann machen wir den fertig. Super Saiyajin tonatta ore ni kanau mono nado inai. Sa, iku zo. Komm her, du riesen Marshmallow. Das ist Level 39. Kann ich nur eine stärkere Version von einem Angriff habe ich so für. Na. No. Dieses Geräusch, das der macht, wenn er sich auflädt, ey. Hat er gerade absorbiert? Hat er absorbiert? Natürlich hat er absorbiert. Na, warte, kannst du auch das hier absorbieren? Nö. Ah. Mehr. Au. Nein. Ja. Er muss dann auch irgendwie aktivieren, habe ich das Gefühl. Ne, das hat er absorbiert. Ah, verdammt. Okay. So. Nein, ich dachte, er wäre fertig. Ja, jetzt reicht's aber auch mal, Kollege. Das ist aber kein Boss, boah, Gegner zu sein. Soll schon wieder gar nicht Strahlbeine einsetzen. Ist gar nicht so einfach, hier extra die Angriffe nicht einzusetzen. Komm her. Oh. Komm her. Jetzt ging es erstmal ordentlich auf die Fräse. Da. Okay, ich dachte, da war jetzt ein Boss angefangen. Perspektive waren und so. Nein, nicht damit angreifen, Vegeta. Greif nicht mit Energie an, Kollege. Komm her. Oh, au. Stein hat voll wehgetan. Ich glaube, der hat mir nur einen Schaden gemacht, aber ist doch egal. Na, komm her. So einfach ist der gar nicht. So, jetzt aber in die Fresse. Ein Schlag gegeben und weggesagt. Allein 40. Oh. Auch sehr verkürzt, nicht mal Arme rausgerissen und so. Was soll's. Vor allem 10-19 hätte er jetzt einfach voll locker absorbieren können, ne? Also macht jetzt gar keinen Sinn. ich meine
やつは岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。いいな。さらなる脅威。未知の人造人間。Stärkter Cyborg-Terror. Aber mitten der Hintergrund jetzt nicht mal grün, wenn dieser Titelscreen kommt. Ich meine, der färbt sich immer grün. Piccolo und Yana machten sich auf die Suche nach dem gerissenen C20. Leider konnten sie ihn nicht fassen und verhörten nur ihre Zeit. Wart. Piccolo. Können wir auch direkt mal gucken, was der alles kann. Hochleveln und so. Ist auch schon eine Weile her, oder habe ich das schon alles? Ich glaube, habe ich schon alles. Nee, ja. Ich glaube, die meisten Sachen sind erst so ab Level 40, ne? Und erst Level 39. Dreck. Da hinten ist eine Kugel. Da kann ich wahrscheinlich nicht hin, ne? Weil ich mich dann aus einem das Gebiet so bewege. Ne? Pass auf. Ja, nee, doch nicht. So, bitte geht nicht auf mich los. Boah. Oh. Gelber Pflanzenmann, warte mal. Warte mal, mit Piccolo habe ich doch voll die Imba-Fähigkeit hier. Einfach den hier. Aber gegen die habe ich auch noch gar nicht gekämpft, ne? Nö, gelber Pflanzenmann. Das erste, was ich gelesen habe, war ehrlich gesagt geiler Pflanzenmann. Ein geiler Pflanzenmann. Okay. Gut, da muss ich jetzt mal mitnehmen. Ja, die sind noch so viele immer. Und mich da sollte ich mir gleich mal ausnutzen, wenn ich mal einen finde. Okay. Okay. Hi. Haben deine drei Augen was erspähen können. Ja, da ist jetzt auch wieder einer, ist klar. Ja, da kommt auf mich los. Nicht zu nah an dem Berserker-Gegner ran, wer immer da ist, Vegeta. Vegeta, jetzt war du es. Hallo, Jaro. Das ist mir meine Frage nicht beantwortet. Bonk. Ups. Wo ist er denn? Hat jemand eine zündende Idee? Ach ja, genau. Oh Gott, Bad Touch. Energieをいただくぞ。ご飯。来てくれ。人造人間か。ピッコロさん、あっちだ。
このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ、Senzobohne. Nennt mich den Büchsenöffner, weil ich dir jetzt seinen Metallhintern aufdrehe. So. So, der ist halt 37. Oh, der hat was angefangen auf. Lass mich raten, ist jetzt automatisch alles einsammeln oder was? So wie ein Einsammeln. Er sammelt meine Energie ein. Ja, da kannst du nicht absorbieren, ne? Da ist überall Energie. Was? Hey! Du Peter! No, der hat mir meinen Ki abgesaugt. Ich habe mich eigentlich hier so voll aufladen. Ich dachte jetzt, da kommt die Cutscene hier, so diese Szene hier. Schau mal, ist der alte Mann hinter mir. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ihr wollt einfach euch nur aufladen, dann ist ein alter Mann hinter euch, der euch einfach von hinten grabt. Oh nein, falscher Knopf. Na, direkt ausgenutzt. Na, ich habe nur Ki angefangen, kann das sein? Oh nee. Nein, ich schon wieder anfassen, Mann. So sieht mir keine AP ab irgendwie. Nur Ki irgendwie. Da, oh, falsche. No, ah. Hab ich. So, endlich mal einen physischen Angriff. Oh Gott, ah. Das kann nicht mal so einfach, ey. Na. Ah. Der hat noch vier Balken, ey. Oh, no. Nochmal, alter Mann. Danke. Okay. Au. Gott. Ich glaube, jetzt so ein epischer Kampf noch kommt gegen den. Nein, du. Nein. Ja, ne, erstmal mit Unterstützung. Können wir mal irgendjemand helfen? Gucken die alle nur zu. So. Oh, ich bin schneller. Jetzt komme ich zu dir. Wie Superman. Piccolo Man. Alter, was mache ich da mit denen? Oh nein. Obwohl. Nein, nicht schon wieder. Wenigstens macht er keinen Schaden. Ne? Ich glaube, der heilt sich dadurch hoch. Ne? Ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe doch keinen Ki mehr. Ey. No, deswegen hat er immer noch so viel AP. Ey. Gott, oh Gott. Alter, wie soll ich das ausweichen? Na. Alter, ist jetzt gut.
Na, ich brauche Dings. Sensorbohne, so. Wirklich wieder brauche ich sogar in dem Kampf, ey. Kann diesen einen Angriff irgendwie ausweichen? Nein, von hinten grabbt. Das gibt's doch jetzt nicht, ey. Habe ich gerade voll aufgeladen, ey. Der heilt sich die ganze Zeit wieder hoch. Hör jetzt mal auf damit, alter Mann. Ich meine ganz ehrlich, damit ein bisschen nervig jetzt gerade. Ich tue einfach unter Wochen auf den drauf gehen. Ich habe schon irgendwie Angst, dass wir zu schnell mit denen meinen Cyborgs hier fertig sind. Ey. Ja. Sowas von nicht, ey. Bonk. Da hat nicht gezählt. Oh nein, er schießt schon wieder. Und nochmal. Ah. Er will vom Lächeln nicht so oft wieder einsetzt, ey. Das gibt's doch jetzt nicht, Mann. Hör auf damit. Ey, ich krieg den nicht down. Der nuckelt mir immer Energie ab, ey. Hey. Oh, das bringt nichts. Versuch mal, das hier abzuwehren. Oh mein Gott. Ich will irgendwie schon lange nicht mehr das Energiefeld einsetzen sehen, ey. In die Fresse. In die Fresse, komm, geh drauf. Da versucht das mal abzuwehren. Nein. So, oh mein Gott. Der war knackig. Ey. Und das Trunks. Mein Gott, das schaut so, der hat sich sehr gehen lassen. Und er ist ein Cyborg. Mir auf den Arm, ich konnte fast gar nicht mit dem mithalten. Ne? ホンライの歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが未来は変わってしまうようだな。今だ。貴様らには絶対に勝ち目はない。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。何？ トランクスだと俺の牡蠣と同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか。お前。それだけでやすまんぞ。わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、やつは一体。あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。 なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。
ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ？大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことある。Hast du gesagt? 多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思う。 War schon sagen, haben nämlich hier auf Apple Day. 前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う2人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲルの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。Warum hat die das nie erwähnt? それにしても、レッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。あ、そう、OK。なるほど。ドクターゲル。Warum hat die nie was gemacht irgendwann? 17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いをさせるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。 Auf den Titel des Spiels。 同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが二度とお父さんを死なせやしない。お父さん、ね、お父さんって言ったの？もう黙っていても意味はない。あいつの名はトランクス。父はベジータ、母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲルを探してくれ。Meinung geändert。そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど。どうやって知らせるわけ？壊れちゃったのよ、飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方は破壊するだけなら、いや、だけで十分だ。はい。では、wir sind alles relevante Charaktere, wir schaffen das schon. 必ずベジータより先に見つけるんだ。Oh. Das klingt nach einem perfekten Schnitt, ne?Jawohl. Würde ich sagen, wir beenden den Part hier. In der nächsten Folge gehen wir dann und tun weiter Dr. Gero / C20 verfolgen, bevor er die Cyborgs C17 und C18 aktiviert, weil das wäre nicht so dolle wahrscheinlich, ne? Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlässt, bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Thank you.